Es gibt zwei Auferstehungen in der Bibel. Die erste Auferstehung zeitgleich / parallel zur Entrückung der Gläubigen, im Rahmen der Geschehnisse bei Jesus zweitem Kommen kurz vor dessen sichtbarer Errichtung seines tausendjährigen Reiches hier auf Erden vor Beginn der Trübsalzeit. Es gibt vermutlich noch zusätzlich die Auferstehung der Märtyrer gestorben in der Drangsalzeit Trübsalzeit 70 Danieljahrwoche des Antichristen, aber diese gehört dann ja auch zur ersten Auferstehung dazu im Endeffekt. Die zweite Auferstehung der Ungläubigen zum Gericht tausend Jahre später, Offenbarung sagt, die übrigen Toten wurde nicht lebendig, ehe diese tausend Jahre vollendet waren. Johannes 5,28 bestätigt auch diese zwei Auferstehungen, wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören, und hervorkommen werden, die das Gute getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben, zur Auferstehung des Gerichts. Der Ausdruck die erste Auferstehung kommt nur in Offenbarung 20,5 vor. Das macht die Erklärung dieses Begriffes nicht leichter. In 1. Korinther 15,20 und 15,23 sehen wir auch, dass der Herr Jesus der Erstling der Entschlafenen ist. So, wie Christus auferweckt wurde, so werden auch die auferweckt, die des Christus sind. 1. Thessalonicher 4,13 spricht ebenfalls von dieser ersten Auferstehung, parallel zur sogenannten Entrückung. Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unkundig seid, auf dass ihr euch nicht betrübet wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. Denn dieses sagen wir euch im Worte des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Es kommt erschwerend hinzu, dass wir ähnliche Ausdrücke wie zweite Auferstehung oder letzte Auferstehung nicht finden, aber es ist aus dem Text dennoch klar ersichtlich. Wenn man den Zusammenhang dieses Verses berücksichtigt, dann wird in Kapitel 20,5 Offenbarung von den übrigen der Toten gesprochen, die nicht lebendig wurden, bis die tausend Jahre vollendet waren. Von diesen Toten wird später in Vers 13 gesagt, und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Also die zweite Auferstehung, die Auferstehung der Ungläubigen. Zusammenfassung: Teilnahme. Erste Auferstehung bedeutet Himmel, für Gläubige, keine Strafe, da Gläubige Sündenvergebung haben beim Gericht, sondern Belohnung in Abhängigkeit ihres Gehorsams/Fleißes zu Lebzeiten. Dahingegen Teilnahme an zweiter Auferstehung bedeutet Hölle für Ungläubige als Strafe für ihre Sünden anhand ihrer Werke zu Lebzeiten, davon abhängig wird sein, wie schlimm oder erträglich die Höllenstrafe ausfallen wird.